Ja, gut, dann steige ich gleich mal wieder ein. Schon mal gut jetzt auch das mit den Vorstellungen und auch so ein bisschen, warum ihr da seid. Dann bin ich jetzt erstmal ein bisschen mehr wieder in der Permakulturgeschichte und nicht so sehr in der Uruguay-Geschichte, weil es sind letzten Endes ja zwei unabhängige Themen. Permakultur, ja. Permakultur an sich ist permanente Agrikultur und dementsprechend dann permanente Kultur, also die Idee, was zu erstellen, das auch Bestand hat auf diesem Planeten und nicht so wie es im Moment ist, dass wir halt alles zerstören. Ich direkt habe eigentlich damit Beziehung, weil ich im Jahre 2000, 2001, wo ich gesehen habe, dass es halt immer schlechter wurde von ökonomischen Bedingungen her und auf der anderen Seite meine Familie, also meine Kinder. Ich habe also zwei Kinder hier. Die Mutter ist Uruguayerin, dann habe ich im Prinzip noch einen Stiefsohn, ist halt noch ein bisschen älter, der ist also locker schon so 32 oder so, während meine Kinder mittlerweile 17 und 19 sind. Und als meine Kinder halt so zwei, irgendwo zwischen 3 und 5 waren, also 3 und 5 Jahre alt waren, habe ich halt gesagt, gut, das ist jetzt, wenn überhaupt, der richtige Moment, nach Deutschland zu gehen, dann können sie das mal kennenlernen. Grundschule in Deutschland machen, Papa studiert und dann gehen wir wieder zurück, wenn die ökonomischen Bedingungen wieder besser sind. Also die argentinische Krise von 2002, das war schon sehr, sehr heftig, was hier los war im Land. Dann ist hier noch dazu gekommen, dass es eine Maul- und Klauenseuche gab und wenn man, naja, vom Rinderexport lebt, dann ist das für so ein Land ungefähr so, wie man in Deutschland, weiß ich nicht, die gesamte chemische Produktion von einem Tag auf den anderen abstellt oder so, dann ist mit der allgemeinen Wirtschaft auch nicht mehr viel drin. Also Landwirtschaft sind hier 40, 50% der Einkünfte, der nationalen Einkünfte. So, und im Prinzip, als ich nach Uruguay kam, weil ein großer Bruder ganz fasziniert davon war und mich dazu gebracht hat und meine Mutter und mein Vater, und die dann alle hier geblieben sind, nur der große Bruder wieder nach Deutschland abgehauen ist. Ja, da habe ich im Prinzip damals, hatte ich gerade in Marburg mein Abitur gemacht in Biologie und Soziologie, unter anderem Nord-Süd-Konflikt und als Leistungskurs und hatte gerade den Zivildienst hinter mir und konnte den sogar noch früher beenden, weil halt die Mauer gefallen war und dann Leute, die zwei gediente Brüder hatten, nicht mehr den Zivildienst beenden mussten. Und da bin ich halt nach Uruguay gekommen und im Prinzip war da die Idee gewesen, ich würde mal einen halben, also 3 Monate, 6 Monate rüberkommen, um zu gucken, was man hier denn studieren müsste oder in Deutschland studieren müsste, dass man das verbinden kann mit Uruguay. Ja, und die Überlegung hat dann ungefähr 20 Jahre gedauert. Nee, 10 Jahre. Ja, 10 Jahre. Und die Entscheidung war dann internationale ökologische Landwirtschaft. Da hatte ich mir dann von hier aus, also von Uruguay aus in Deutschland, eine Uni gesucht, und zwar die Uni Witzenhausen. Das ist eine schöne kleine Uni bei Kassel. Ganz nettes Örtchen, hatte ich vorher auch noch nicht gekannt. Viele ausländische Studenten auch. Also Witzenhausen hat vielleicht 10.000 Einwohner, wenn es hochkommt. Und dann eine Universität mit vielleicht 500 oder 1.000 Studenten. Das ist also irgendwie Marburg in klein, aber dann alles nur auch über Landwirtschaft halt. Und bei der Landwirtschaft ist es bei denen so, dass die im Prinzip zwei Linien haben. Zum einen haben sie die ökologische Landwirtschaft, das sind die Deutschen. Und dann haben sie die internationale Landwirtschaft, das ist halt alles andere. So war damals eigentlich auch der Ursprung der Universität gewesen. Das war zuerst so eine Art Berufsschule für Leute, die in die deutschen Kolonien auswanderten, um dann dort Landwirtschaft zu betreiben. Also die Uni gibt es seit 1900, 1910 oder so. Ich durfte da mal irgendwo aufräumen. Da habe ich dann so Dinge gefunden wie, wie bringt man Schwarze zum Arbeiten? Und solche Dinge musste ich sich damals noch überlegen. Und ja, Berichte über, wie man das mit Uruguayern macht, habe ich nicht gefunden. Dementsprechend bin ich da auch nicht viel weitergekommen. Ha ha ha.